Sie hören den Artikel Goldfisch, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Goldfisch Der Goldfisch ist ein Süßwasserfisch aus der Familie der Karpfenfische und ein Haustier. Vor etwa 1000 Jahren im östlichen China durch züchterische Selektion entstanden, ist der Goldfisch das älteste bekannte Haustier, welches ohne direkten wirtschaftlichen Nutzen als Haltungs - und Zuchtgrund gehalten wird. Inhaltsverzeichnis Merkmale und Besonderheiten Systematik und Abstammung Der Goldfisch als Neozoon Bedeutung Bekannte Zuchtformen Siehe auch Literatur Einzelnachweise Weblinks Merkmale und Besonderheiten Goldfische verfügen über ein knöchernes Skelett und erreichen je nach Zuchtform eine Gesamtlänge bis zu 35 cm. Für die Haltung in Aquarium gezüchteter Varietäten bleibt etwa ein Drittel kleiner. Als Auftriebsorgan dient ihnen die zweikammerige Schwimmblase, die im hinteren Teil durch einen Luftblasengang, dem Ductus pneumaticus, mit dem Vorderdarm verbunden ist. Wie alle Karpfenfische haben Goldfische keinen Magen. Goldfischkiefer sind zahnlos, im Rachen sitzen jedoch kräftige Schlundzähne. Die mit dem weit vorstülpbaren Maul aufgenommene Nahrung wird zwischen diesen Schlundzähnen und einer ihnen gegenüberliegenden, sehr massiven knöchernen Kauplatte, dem sogenannten Karpfenstein, zerkleinert. Die eigentliche Verdauung findet ausschließlich im Darm der Fische statt. Wie bei allen Vertretern der Gattung Carassius sind die besonders intensiv durchbluteten Kiemen aufgrund ihrer Struktur und Permeabilität an sauerstoffarmes Wasser angepasst. Der Goldfischkörper ist mit Ausnahme der Varietätengruppe Oranda, die über einen unbeschuppten Kopfaufwuchs verfügt, vollständig beschuppt und mit einer vollständig ausgeprägten Seitenlinie ausgestattet. Goldfischaugen haben die Fähigkeit zu tetrachromatischen Farbensehen. Das heißt, sie besitzen vier unterschiedliche Zapfentypen. Neben drei Zapfentypen, die etwa denen im menschlichen Auge entsprechen, verfügen sie über einen zusätzlichen UV-Zapfen. Außerdem hören Goldfische im etwa gleichen Frequenzbereich wie Menschen. Schallwellen werden von der Schwimmblase aufgefangen und über den Weberschen Apparat zum Innenohr geleitet. Systematik und Abstammung Carl von Linné, der Begründer der binären Nomenklatur, ist Verfasser der ersten wissenschaftlichen Beschreibung eines Goldfisches. In seiner Systema Naturae gibt er ihm auf Seite 527 den Artnamen Cyprinus auratus. Linné nennt Flüsse in China und Japan als Herkunft, verweist aber bereits auf die in China verbreitete Sitte, Goldfische in kunstvoll verzierten Keramikgefäßen zu pflegen. Zu diesem Zeitpunkt waren Goldfische in China schon 750 Jahre domestiziert. Linné hatte also eine Haustierrasse mit einem wissenschaftlichen Artnamen belegt, was nach den internationalen Regeln für die zoologische Nomenklatur nicht möglich ist. Die immer wieder zitierte Artbezeichnung Carassius auratus für den Goldfisch ist darum nicht verfügbar, auch nicht für eine andere Art und ungültig. In seiner zum Ende des 18. Jahrhunderts editierten Naturgeschichte der ausländischen Fische zitiert Marcus Elieser Bloch Linné und führt den Goldfisch auf zwei Tafeln als Cyprinus auratus und ein weiteres Mal
als Cyprinus Makroph Thalmus. Hierzu schreibt er jedoch selbst, ob er eine eigene Art ausmache oder ob er nur eine zufällige Abänderung des Goldkarpfen sei, getraue ich mir nicht selbst zu entscheiden. Auch dieser Artname ist nicht verfügbar. Der natürliche Ursprung des Goldfischs war lange umstritten. Die anfängliche Annahme, er stamme von der inzwischen als Neozoon weltweit verbreiteten Karausche Carassius carassius ab, ist bereits durch klassische morphometrische Vergleiche widerlegt. Nach vorherrschender morphologisch und physiologisch begründeter Auffassung stammen Goldfische von den weit über den eurasischen Kontinent verbreiteten Giebel ab, den Marcus Elise Bloch 1782 als Cyprinus gibelo zuerst wissenschaftlich beschrieben hatte. Diese in ihrem Erscheinungsbild äußerst variable Süßwasserfischart wurde später in der Gattung Carassius Nielsen 1832 überführt. Kladistisch arbeitende Ichthyologen kommen bei ihrer Aufsplittung der eurasischen Karpfenfische zu einem anderen Ergebnis, dem keine phylogenetische Konsequenz zugrunde liegt. Endgültige Klarheit werde erst vergleichende Untersuchung des Erbguts von Giebel und Goldfisch schaffen. Innerhalb der Karauschengattung hebt sich der Giebel durch die Fähigkeit zu gynogenetischer Fortpflanzung ab. Der Giebellaich muss nicht durch den Samen eines artgleichen Männchens befruchtet werden. Es genügt das in das Ei eindringende Spermium einer anderen Karpfenfischart, um die Eientwicklung anzustoßen. Zu dieser unvollkommenen Fortpflanzung sind auch die Goldfische befähigt, und sie ist ein grundlegendes Instrument bei der Vermehrung sogenannter Hochzuchten. Letztlich ist die Gynogenese auch der wichtigste Beleg für die Abstammung des Goldfischs. Haustiere werden traditionell nicht mit wissenschaftlichen Artnamen belegt. Üblich ist es, den Gattungs- und Artnamen mit einem Zusatz zu versehen, der auf die Domestikationsform hinweist. So lautet die korrekte wissenschaftliche Bezeichnung für den Goldfisch Carassius gibelo forma auratus. Bloch 1782. Der Goldfisch als Neozoon. Goldfische sind typische Karpfenfische und verfügen ausgenommen die anatomisch und organisch veränderten Zuchtformen über alle Körpereigenschaften und Verhaltensweisen des Giebels. Das heißt, sie sind Generalisten, die sich in sämtliche Süßwasserbiotope außerhalb der polaren Zonen einnischen können. Aus den verschiedensten Gründen durch Menschen ausgesetzt ist der Goldfisch darum ein weltweit verbreitetes Neozoon, das mit der ursprünglichen Fischfauna erfolgreich konkurriert. Goldfische leben mit Ausnahme der Antarktis auf allen Kontinenten, auf Inseln und haben sich aufgrund ihrer hohen Salinitätstoleranz auch Brackwasserbereichen erschlossen. Bedeutung: Normale Goldfische und alle daraus abgeleiteten Varietäten sind die weltweit am meisten verbreiteten und gehandelten Haustiere. Neben den klassischen Fischzuchtländern Südost- und Ostasien versorgen auch Großzüchtereien in Italien, Florida und Israel den Weltmarkt. In seinem Ursprungsland China und in Japan, wo die Zucht schleierflossiger Rassen begann, hat sich die kulturelle Bedeutung als Glücks- und Fruchtbarkeitssymbol erhalten. Im letzten Jahrhundert waren Goldfische wichtige Versuchstiere der physiologischen und verhaltenskundlichen Forschung. Einige Varietäten, insbesondere jene mit selektierten Anomalien am Schädel und den Augen, stehen in Westeuropa in der Diskussion um die sogenannten Qualzuchten, weil davon ausgegangen wird, dass sie in ihren Lebensäußerungen teilweise oder erheblich eingeschränkt sind. Bekannte Zuchtformen: Kometenschweif, auch Komet, Schubunkin, Wakin, Jekin, auch Pfauschwanz, Schleierschwanz, auch Weilteil,
Oranda oder holländischer Löwenkopf. Black Moor. Teleskopauge. Fächerschwanz oder Fantail. Perlschupper. Eierfisch. Löwenkopf. Rancho, auch Büffelkopf. Himmelsgucker, auch Celestial. Ponpon. Blasenauge, Klammern, große Blasen. Krötenauge, Klammern, kleine Blasen. Ryukin. Tancho. Demekin. Gukin. Meteor. Tosakin, auch Tosa. Watonai, auch Wariu. Kinranchi, auch goldenes Trübauge. Sarasa. Shukin. Hanafusa, auch Nasenbukett. Nankin. Osaka Rancho, auch Osaka Büffelkopf. Siehe auch: Domestikation des Goldfisches. Sie hörten den Artikel Goldfisch gesprochen am 20. März 2013 von Viscount SJ. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/goldfisch. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentationen. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.